Wenigstens hat Frau Baerbock jetzt die wertebasierten Zahlungen an die Hamas eingestellt. Das ist ja schon mal schön, denn wir haben ja auch immer Geld an die Palästinenser überwiesen, einfach so, weil im Auswärtigen Amt niemand ahnen konnte, dass die davon Raketen kaufen. Mann! Nee. Unsere Experten hatten denen nämlich extra noch gesagt, wenn wir euch Taschengeld geben, dann nur, wenn ihr keine Raketen kauft. Und die haben immer wieder beteuert, haben die, nein, wir kaufen was ganz anderes. Ne? Und Frau Baerbock hat sich einfach nicht vorstellen können, dass die bei der Hamas so perfide sind, dass sie sagen, wir machen es so, wir nehmen das deutsche Geld für unsere Ferienhäuser in Dubai und kaufen die Raketen dann aus der Portokasse. Das ist ja ein ganz gemeiner Buchungstrick. Ne? Manchmal tun mir unsere Außenpolitiker ein bisschen leid, weil sie mit so bösen Menschen zu tun haben. Aber Frau Baerbock ist hart. In Israel ist sie für eine Zwei-Staaten-Lösung eingetreten, obwohl Israel und die Palästinenser dagegen sind, also im Grunde alle Beteiligten.